Aschaffenburg pflegt unter anderem die Städtepartnerschaft mit dem schottischen Perth. In den letzten Jahren gab es auch oft Besuch aus Schottland und Besuch in Schottland. Wie oft waren Sie schon in Schottland und was verbindet Sie sowohl persönlich als auch als Oberbürgermeister mit dem Ihren Bergvolk mit schräger Blasmusik? Ich war bisher insgesamt 4-mal in Perth. Ich fühle mich in Perth zu Hause. Ich stehe am liebsten auf der Brücke, die den Tay überquert, und man kann dort bei guter Wetterlage das schottische Hochgebirge erkennen. Diese Lage am Fluss, die Stadt am Fluss, die Stadt wird verbunden durch die Brücke. Das ist eine einzigartige Stadtsilhouette, die mich sehr stark auch an Aschaffenburg erinnert. Hinzu kommt, dass die schottischen Menschen alle sehr freundlich zu mir waren. Ich wurde immer sehr offen aufgenommen. Ob das in der Destillerie war, ob das in der Bäckerei war oder ob das im Pub war. Es haben sich immer sehr schnell Gespräche ergeben über die Kultur, über die verschiedenen Verhaltensweisen und über die ersten Eindrücke. Die Landschaft und die landschaftliche Schönheit, die Lage am Wasser, die Verbindung mit dem Hochgebirge, das ist etwas, was mich persönlich sehr fasziniert. Dort bin ich zu Hause, dort fühle ich mich auch zu Hause. Der Austausch mit dem Bürgermeister, der mehr Repräsentationsaufgaben hat. In Deutschland, in Aschaffenburg, ist der Oberbürgermeister Chef der Verwaltung, aber auch Chef des Parlaments. In Schottland ist der Bürgermeister Chef des Kommunalparlaments und er hat vor allem natürlich auch Repräsentationsaufgaben. Und diese nimmt der Bürgermeister sehr ernst und nimmt auch sehr konsequent und ganz toll wahr. Ich habe das kürzlich erlebt zum Jubiläum, als Prinz Andrew nach Perth kam. Wir die Möglichkeit hatten, mit dem jüngsten Sohn der englischen Königin zu sprechen, über Schottland natürlich und über seine Aufgabe. Dann habe ich gespürt, wie die Engländer und vor allem die Schotten mit ihrer Staatsform der repräsentativen Demokratie, das Parlament auf der einen Seite und die Monarchie, die bestimmte Aufgaben hat, vor allem repräsentativ, dass sie da gut mit leben können und dass das Gemeinwesen Schottland, dass die Städte und die Dörfer da sehr davon profitieren und dass die Geschichte und die Tradition auch hochgehalten wird. Die Geschichte spielt eine ganz wichtige Rolle in Schottland mit ihren Festivals und mit ihren Festen und mit ihren Verbrüderungen und mit ihren Bekanntschaften. Das ist eine ganz tolle Sache. Das hat mich sehr fasziniert und das bringt die Sonne in mein Leben, wenn ich dort in Schottland mit den dortigen Menschen über die Kultur, über ihre Ansichten von Geschichte sprechen kann. Und was mich fasziniert, ist die Liebe zu ihrem Land. Die Liebe zu Schottland und das Hingezogen zu der Tradition, das ist stärker ausgeprägt als in Deutschland und es ist hochinteressant. Liebt eine Städtepartnerschaft nur durch Vereine und Bäume? Bäume pflanzen? Oder gibt es auch privates Engagement seitens der Aschaffenburger Bürger? Es gibt den Freundeskreis, was, der hier regelmäßig zusammenkommt. Die fahren gemeinsam nach Schottland. Und es gibt das Engagement des Freundeskreises in Schottland selbst. Da wird sehr viel organisiert. Dort wird in den Familien sehr viel Partnerschaft gelebt. Und diese Freundeskreise haben natürlich so eine Klammerfunktion. Sie halten diesen Austausch auch mit am Leben. Sie sind Motor des Austausches und entwickeln immer Perspektiven und Visionen. Der Mensch braucht und muss immer Visionen haben.
Die Visionen müssen immer darauf hinwirken, dass man unser menschliches Dasein, unsere Menschlichkeit und vor allem unser kulturelles Leben weiterentwickeln können. Und dass wir Ziele immer wieder, das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Das Allerwichtigste auf dieser Erde ist, dass die Menschen unabhängig von ihrer Religion und von ihrer Nation friedlich zusammenleben. Was kann Aschaffenburg Perth geben und was kann Perth Aschaffenburg geben? Perth zeigt uns auf, wie wichtig es ist, die Geschichte am Leben zu erhalten, die Tradition zu pflegen und das Leben sehr eng miteinander zu verknüpfen. Perth zeigt uns auf, wie aus der Tradition auch Neues entstehen. In Deutschland ist es, so habe ich den Eindruck, etwas hektischer. Da ist die Zeit etwas schneller. Aber der Austausch mit den schottischen Bürgern über unsere Form der Tradition, über unsere Form der Verwaltungsführung, über unsere Form, wie wir uns die Zukunft gestalten, ergibt für Perth auch neues Anschauungsmaterial, weil die Dinge sich eigentlich ähneln. Perth und Aschaffenburg braucht in Zukunft eine gute Wasserversorgung. In Perth und in Aschaffenburg müssen die Arbeitsplätze erhalten werden. Die Kinder in Perth und in Aschaffenburg brauchen gute Betreuungseinrichtungen und brauchen gute Schulen. Und dieser Austausch führt immer dazu, dass man über das eigene System und über die eigenen Strukturen nachdenkt und die eigenen Strukturen auch ein Stück weiterentwickeln kann. Miteinander leben und voneinander lernen und Visionen entwickeln, da können beide voneinander lernen und auch beide voneinander profitieren. Seit einigen Jahren veranstalten wir in Aschaffenburg das Whisky Pur Festival. Wie sehen Sie die Rolle dieser Veranstaltung für die internationale Verständigung? Whisky hat eine große Tradition. Er ist in Jahrhunderten, hat er sich fortentwickelt und hat seine Reife bekommen. Und Schotten und Deutsche mögen den Whisky. Und dieses Whisky-Festival bringt weit mehr als 1000 Menschen zusammen. Da wird miteinander diskutiert, da werden Adressen ausgetauscht, da werden Erfahrungen gemacht und man kostet gemeinsam dieses Kulturgut Whisky. Und von daher hat das Festival natürlich eine sehr große Bedeutung, die Menschen zusammenzubringen und Menschlichkeit, Freundlichkeit und friedliches Zusammenleben zu praktizieren. Herr Oberbürgermeister, wir bedanken uns sehr für dieses Interview.